Also ich war da sehr überrascht, dass das, wie gut die Qualität jetzt war. Ich hatte ja, wir hatten ja in unserer Ambulanz schon so Einmalinstrumente, die Welten von denen entfernt sind, die wir jetzt hatten. Die sind, würde ich sagen, so vom Handling her auf dem Niveau von frischen Standardinstrumenten. Das sind so kleine Kleinigkeiten, die man noch verbessern könnte. Da hat der Herr ja schon mal gesprochen, dass man etwas hier und da abrundet, etwas länger haben und vielleicht etwas feiner, schon gerade für die Handchirurgie. Aber die Qualität war astral. Man ist ja immer genervt, wenn man irgendwas mit einem Instrument machen will, das funktioniert nicht. Und das hatte ich heute kein einziges Mal. Wenn ich mit dem Nadelhalter einen dünnen Faden gefasst habe, der ist nicht durchgerutscht. Ich konnte den Faden sehr festhalten, ohne dass er sofort gerissen ist. Manchmal sind da auch die Kanten so sehr scharf von Instrumenten, dass der Faden, wenn man den so ein bisschen zieht, sofort an der Kante reißt. Das ist auch nicht passiert. Die Pinzetten haben jedes Mal gegriffen. Ich konnte genau punktuell zugreifen. Das hat nicht losgelassen. Konnte es aber auch zeitgerecht wieder öffnen. Der Spalzer war gut, ein bisschen überdimensioniert noch von, aber durchaus für die allermeisten Sachen super gut zu gebrauchen. Ließ sich leicht öffnen, leicht fließen, die Scheren waren sehr scharf und gleichmäßiger, glatter Schnitt war wunderbar. Also wir haben ja auch manchmal so wiederverwertbare Instrumente, wenn die schon mehrfach gebraucht sind, da rutschen die Fäden wieder durch oder dieselben. Das ist hatte ich hier nicht. Das sind quasi wie neue Instrumente. Perfekt. Auf jeden Fall, die Qualität würde definitiv ausreichen, um die meisten, wo wir keine Spezialinstrumente brauchen, um für die Standardoperation würde es vollkommen ausreichen. Also ich denke, was ich jetzt bisher an Preisvergleichen gehabt habe, wenn die wiederverwertbaren müssen ja aufgearbeitet werden, die müssen gesäubert werden, neu sterilisiert werden, gewaschen werden. Das sind so viele Arbeitsschritte, die natürlich auch Umweltschäden verursachen. Diese ganzen Reinigungssachen, Desinfektionssachen, Sterilisationssachen, die auch eine Menge Ressourcen beanspruchen und die sind auch preislich anspruchsvoll. Jetzt mit diesen Einmalinstrumenten scheinen wir da drunter zu sein, weil die ja schon steril geliefert werden und wir haben nichts zu tun. Das tut einem natürlich in der Seele weh, solche schönen Instrumente in Müll zu tun. Das tut einem wirklich in der Seele weh. Aber wenn das preislich und von der Umwelt, und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gar nicht so viel umweltschädlicher ist als die ganzen Aufbereitungsprozesse, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute, sehr lohnende und sinnvolle Sache. Ja, natürlich, da sitzen ja ganz viele Leute hinter, um die Instrumente erstmal wieder zu sortieren, zu reinigen, zu kontrollieren, ob die alle noch in Ordnung sind oder ob was abgebrochen ist, ob die noch scharf genug sind. Man hat ja dann auch häufig gebrauchte Instrumente, wo man sagt, die hätte man eigentlich aussortieren müssen oder nochmal nachbearbeiten müssen und muss dann nochmal ein neues Sieb aufmachen, was dann auch wieder Kosten macht. Und von daher gesehen kommen wir mit dem Einmalinstrumentarium in der Qualität, sind wir definitiv im Vorteil. Also besonders lohnend ist das natürlich, wenn man ganz viele einheitliche Standardoperationen hat, wo man wirklich nur sich auf die Instrumente, die man wirklich braucht, reduzieren kann. Das sind manchmal nur ganz wenige Instrumente. Manchmal braucht man nur ein Messer und einen Faden und einen Nadelhalter und eine Pinzette. Die handchirurgischen Operationen, die variieren sehr stark. Deshalb wäre es ganz gut, wenn man dann noch so eine ganze Reihe Spezialinstrumente zur Reserve als Einzelinstrumente da hätte. Aber einen Großteil kann man mit dem Set definitiv abdecken.